unterwegs. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Was sollen wir denn erzählen? Lang ist es her. Es ist echt lang her. Wir haben es jetzt endlich aufgerafft, mal so was zu filmen, weil wir irgendwie, ich weiß nicht, dadurch, dass wir halt als Reisefamilien Blogger, YouTuber gestartet sind, ist es irgendwie voll die Umstellung, einfach mal seinen Alltag zu filmen. In Deutschland, man denkt so, Gott, ist das langweilig. Es ist so gar langweilig. Es fällt schwer, irgendwie was Interessantes auf die Beine zu stellen. Oder, also, was wir als interessant irgendwie erachten. Ja, so jedes Mal so, komm, wir filmen das und das und dann, oh, das ist ja echt sacklangweilig. Will ja keiner sehen. Genau, das ist so ein bisschen unser Problem. Aber heute haben wir es jetzt einfach mal gemacht. Heute haben wir richtig viel Programm geplant. Ja. Eigentlich nicht so viel, aber wir gehen zum See. Wir hatten uns eigentlich besseres Wetter erhofft. Es sieht mega grau aus. Ja, guck mal, ich filme mal kurz. Hier, oh Gott, die Scheibe ist auch so ganz dreckig. Egal. Es ist grau. Also wir hatten uns deutlich besseres Wetter auf die ganzen Tage. War wunderschönes Wetter, sind wir nicht gegangen. Heute hat es meiner Wetter-App angezeigt, Sonnenschein pur, keine Wolken am Himmel. Das hat er mir gestern auch versucht zu verklickern. Ja. Ich habe nämlich gemeint, komm, wir gehen gestern schon. Und dann Steffen so, nee, morgen soll es noch schöner werden. Habe ich schon gemeint, was? Nee, ich habe schon gesehen, das Wetter ist nicht so gut. Doch, morgen soll es noch schöner werden. Ja, danke schön, Herr Schmidt. Die oben darum. Wir sind auf dem Weg zum See mit dem Hund, mit dem Kind. Ja, jetzt gucken wir mal, was die so machen. Guck mal. Kindchen, oh, der ist arg müde schon. Ja, das sieht man. Wer nicht müde ist, ist unser Hund, aber den sieht man jetzt nicht. Der ist da hinten in der Box. Der ist nie müde. Das ist das Gute am Carlos, oder? Wenn du Carlos nachts wecken würdest und sagen würdest, hey, komm, wir fahren zum See, der ist glücklich. Eins habe ich noch ganz vergessen, was ich noch unbedingt erzählen wollte. Wir haben ja erzählt, dass wir nach in die Ukraine gehen, nach Odessa im Juli. Und es war so eigentlich der nächste Flug für uns und die nächste Reise. Aber ich wurde ja 30 und mein Mann hat sich was überlegt für mich. Bester Mann ever. Ja, das hat er schon ganz gut gemacht. Ich will jetzt nicht spoilern. Doch, ich spoiler. Also es geht auf jeden Fall noch woanders hin. Aber das erzähle ich euch später, weil ich möchte das Geschenk auch gleich zeigen, wie er das so schön gemacht hat. Oh, ich freue mich. Aber erst zu Hause. Ungefähr 5 Minuten und wir saßen jetzt noch irgendwie eine halbe Stunde hier drin. Alleine. Aber jetzt kann es losgehen. Das Wetter ist eh. Ich glaube, es wird besser. Die Sonne kommt ein bisschen mehr raus. Man sieht es auch. Auf einmal bin ich total geblendet. Von daher können wir jetzt starten. Ich bin so müde. Ich lege mich hier hin. Startet ihr mal. Ich schlafe. Du schmeißt mal eine Runde in den Baggersee. Die wird ganz schnell wach dadurch. Nee, es geht gar nicht. Demian ist halt alles, was er lieb hat, ist halt Mama. Er guckt mich an, zeigt auf mich und macht Mama. Dankeschön. Ja, das ist halt so, er wünschte sich, du wärst die Mama, aber du bist halt der Papa. Ich bin der Papa. Papa? Er wünscht sich halt zu mir auf den Arm. Ja. Und du nimmst ihn halt, ne? Die haben ja auch gleich Hundekackertüten, das ist auch praktisch. Oh mein Gott, wir müssen ihn jetzt freilassen. Carlos, komm mal her. Aber lassen wir mal vielleicht ein bisschen. Achso, er will ja. Oh, da ist noch ein anderer. Aber der Carlos interessiert sich ihr Leben auch nur für den Kong, dass er ihn eben geschmissen kriegt, geworfen kriegt ins Wasser. Wir haben zwei Wasserratten. Wasserratte Nummer 1 und Wasserratte Nummer 2. Pure Verführung. Ja, so sieht's aus, wenn der Carlos Spaß hat im Wasser.
Ja, das kann. Der Kleine steht da, wir haben gewurzelt. Wie ein Blitz. Von wem haben es unsere Kinder eigentlich, dass die so wasserverrückt sind? Oh, der Schwarze hat es von mir, ganz klar. Der hat auch deine braunen Augen. Ja, genau. Die braunen Augen. Man merkt, der Schwarze kommt eher nach mir und der Demian eher nach Talina. Der Schwarze, sag mal. Warum sagst denn du? Er ist schwarz. Ja, das stimmt. Das ist er wirklich. Okay, das Handtuch ist ja schon eingesaut von Hunden. Und ich liebe ja Dreck auf dem Handtuch, das kennen wir ja schon alles. Oh, danke schön für die Dusche. Zurück! Die Mama wirft. Der Profi. Der Profi! Was? Ja, warte! Oh. Voll daneben gesegelt. Oh nein, jetzt sucht er. Egal, es sind Suchspiele im Wasser, das ist gut. Oh, der taucht. Guck mal, er ist getaucht. Oder so. Alles, da ist es doch. Guck mal. Und der Arme, das ist schon was. Wir sind jetzt übrigens ganz allein im Strandabschnitt. Sind jetzt alle gegangen, die gerade bis eben noch da waren. Sag mal hier, den ganzen Hundestrand für uns. Ist auch mal schön. Demian räumt die Tasche auseinander. Banane? Magst du eine Banane haben? Magst du eine Banane haben? Aufmachen? Aufmachen? Ja? Guck mal. Da. Jetzt nicht mehr? Doch, ne? Ist lecker. Mhm. Ich sehe schon, er wollte es einfach nur haben. Gleich landet es auf dem Boden. Da wieder rein? Den Hund? Ja, super. Wieder rein. Hast du aufgeräumt, Demian? Super. Aber die Banane kannst du echt essen, ne? Jawohl. Having a good time. Probier mal. Oh. Ist nicht genug irgendwann. Oh, wie der pumpt. Und total fixiert. Ja, total. Ja, der Carlos, wir haben glaube ich noch gar nicht so wirklich vom Carlos erzählt. Der Carlos ist ein Tierschutzhund. Mhm. Seine Mama kommt aus einer Tötungsstation auf Mallorca. Mhm. Und der Carlos ist im Bauch von der Mama nach Deutschland gereist. Genau. Hat er Glück gehabt. Hat er echt Glück gehabt. Wir haben ihn aus Köln übrigens. Ja, aus der Nähe von Köln irgendwo. Ja. Und eigentlich wurde uns gesagt, dass er so ein Labrador-Mischling sein könnte, weil den Vater hat ja keiner gekannt. Aber seht euch das an. Wenn das ein Labrador-Mischling sein soll, dann weiß ich auch nicht. Nach einer Stunde der Action haben wir uns jetzt entschieden, einzupacken, einzutüten. Und der Carlos zieht das. Dem ist halt immer kalt, der hat ja gar kein Unterfell. Ich schieb das immer da drauf, dass er halt aus Mallorca kommt. Der braucht kein Unterfell. Wärmeres gewohnt. Und da sind überall Zecken, die müssen wir gleich entfernen. Oh. Dieses Jahr ganz schlimm mit Zecken. Ich glaube, ich mach jeden Tag 2 Zecken Minimum weg. Gestern hatte ich sogar 2 Zecken an einem Fleck. Keine Ahnung, was die sich dabei denken. Wir müssen gehen, Carlos. Du bist ganz, ganz fertig. Komm, auf. So, Carlos würde jetzt hier bleiben und würde einfach mal weitermachen. Aber jetzt ist genug. Hallo ihr Lieben, wir sind zurück vom See
Und es ist eigentlich auch schon abends. Und ich möchte euch jetzt noch ein bisschen Erotik heute Abend. So, dass ihr ein paar heiße Gedanken euch schon mal machen könnt. Ey, super bequem. Ich will gar nichts hören. Was muss ich hier rumlaufen wie Brad Pitt? So, das stimmt natürlich, um Gottes Willen, das wollen wir alle nicht. Der ist eh schon so alt. Was ich euch jetzt zeigen wollte, war von diesem jungen Mann hier das Geburtstagsgeschenk für mich. Und das ist richtig cool. Und es, ich zeig's einfach mal. So, hier geht's los. Unser Haus, quasi. Die einen fahren mit dem Auto am 21.06. irgendwo hin. Hier, mit dem hier das Auto dabei. Ich schmeiß mich weg. Der andere Herr des Hauses geht zu Oma und Opa. Weiter geht's. So, die fahren also nach München. Und haben da sogar ein Bett. Demnach über Nacht. Weiter geht's. Von Flughafen, ist es München? Ja, liegt nahe. Hätte ja sein können. Am 22.06. sitzen alle im Flieger. Der Mann hat zwar ein halbes Gesicht bekommen, aber egal. Sitzen alle im Flieger und fliegen nach Dubai. Wir fliegen nach Dubai, haben dort. Ach, die Sonne soll scheinen anscheinend. Ja, es soll ziemlich heiß sein. Wir haben ein Mietauto direkt am Flughafen. Und auch schon ein Hotel für 6 Nächte. Ja, hier wieder alle drei. Demian ist auch dabei. Und irgendwann, am 28.06., fliegen wir auch wieder nach Deutschland. Ist das cool? Wir fliegen nach Dubai. Der Carlos findet Nachbarn gerade nicht so doll. Carlos. Ja, auf jeden Fall voll überraschend. Ich habe es gar nicht gedacht, dass ich sowas kriege. Und das ist voll schön. Und ja, jetzt geht es auch viel früher noch irgendwo hin als gedacht. Weil eigentlich wollten wir ja, wie gesagt, im Juli erst. Und jetzt geht es schon vorher. Und wir freuen uns voll. Also ich freue mich mega. Yep. Und hat er gut gemacht. Hat er schon gut gemacht. Er hat sogar gebastelt. Er bastelt ja nie. So schön, oder? Mir ist gerade eingefallen, oder mir ist gerade aufgefallen, dass Demian ja total dreckig ist um die Schnauze rum. Demian, zeig dich mal. Du bist ja voll dreckig. Ich sag, das kommt von den Erdbeeren. Von den Erdbeeren von Oma aus dem Garten. So. Demian, was ist denn los? Müde? Mal schlafen gehen. Schlafen gehen. Ja? Sollen wir gehen? Ja, der Papa nimmt dich. Guck mal. Komm her. Jomi. Und der Carlos ist natürlich auch dabei. Der Papa jagt. Der Papa jagt. Komm, Schmerz. Ja, Blondine. Schlafenszeit, ne? Sag gute Nacht. Sag bye-bye. Bye-bye. Sag bye-bye. Bye-bye, gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal.